Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hintran und wir fahren fort mit Let's Play Metroid Prime Remastered. Ja, beim letzten Mal haben wir wieder einen schönen Cliffhanger gemacht, denn jetzt geht es. Tja. Wohin wohl, Leute? In die Forschungslabors. Der Space-Piraten. Typus Schattenpirat. Für Tarneinsätze ausgebildete und ausgerüstete Pirateneinheiten. Diese ausgewählte Gruppe der Weltraumpiraten hat Zugriff auf eine hochentwickelte Tarntechnik. Allerdings ist der Energieverbrauch dieser Ausrüstung verhältnismäßig hoch, sodass sie sich allein nicht auf Nahkampfwaffen verlassen müssen. Bei Bekämpfen dieser Einheiten empfiehlt sich daher die Verwendung von speziellen Sichtgerät. Aua. Ja, der haut halt ganz schön rein. Aber da hilft natürlich der der Wavebeam, um die auszuschalten. Ganz viele Sachen zum Scannen. Hehe. Abwehrlage dieses Abschnitts defekt. Ach stimmt. Leerer Brutbehälter für biologische Forschungsobjekte. Vorhandene Reststrahlung lässt starke Bestrahlung des ehemals beinhalteten Objektes vermuten. Ne, wenn man schon forscht, dann muss man natürlich alles verstrahlen. Sicherungskasten für Sekundärsysteme des Labors. Schade. Ich dachte, ich könnte den Kasten in die Luft jagen. Naja. Samus, let's blow shit up. Aran. Jetzt wird's gefährlich. Da ist eine. So, die haben wir schon mal in die Luft gejagt. Oh. So. Gar nichts gescannt. Typus Weltraumpirat. Hochaggressive, intelligente Spezies. Geübt im Umgang mit der Waffe und im Nahkampf. Weltraumpiraten verwenden im Kampf elektronisch beschleunigte Kanonen und am Unterarm angebrachte Säbelklingen. Diese Spezies strebt danach, die dominierende Kraft in der Galaxis zu werden. Und ihre Technologie könnte ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dabei interessiert es die skrupellosen und unnachgiebigen Piraten nicht, welche Konsequenzen mit der Verwirklichung verbunden sind. Sie verhalten sich rein, ergebnisorientiert und verfolgen ihre Vorsätze mit äußerster Brutalität und Zielstrebigkeit. Genau also. Aua. Ja, wir benutzen jetzt auch Missiles, um die Dinger in die Luft zu sprengen. So. Aber der andere Typ ist einfach gegangen, ha? Tja. So, die Dinger, die jetzt, wenn wir uns hier gerade den Weg versperrt haben, die werden wir noch öfters treffen. Nervig. So, Testobjekt des Projekts Titan ist im Quarantänebereich festgesetzt worden. Eine Umquartierung wird aufgrund erhöhter Gewaltausübung dringend empfohlen. Oha. Phason-Erz scheint durch daran enthaltene Energie in der Lage zu sein, Verbindungen zu bilden. Ortung radioaktiver Höchstkonzentration, welche Überbindung der Steinelemente auftreten, erfordert Wärmebildtechnik. Entwicklung dieser Technik findet derzeit im Forschungszentrum statt. Oha. Phason-Erz zeigt sich außerordentlich beständig und widerstandsfähig gegenüber Beschuss. Obwohl die Qualität dieser Panzerung grundsätzlich einen hervorragenden Schutz bietet, lassen sich mit Hilfe von Wärmebildtechnik Schwachstellen ausfindig machen. Die Panzerung muss dringend optimiert werden, bevor Feinde von diesen Schwachstellen Kenntnis erhalten. Oder dass man jetzt hier schon so Sachen erfährt, die dann später relevant werden. Östlich gelegener Quarantänebereich unterliegt Sicherheitsstufe Blau. Autorisierten Personal wird Zutritt nur nach biometrischem Scan gestattet. Komm, wir sind doch auch, wir sehen doch fast aus wie Space Pirat, oder? Ja, wir hatten Kartendaten.
Jetzt aber schon lange keinen Kartenterminal mehr gefunden, ne? So, die Kartendaten dieses Bereiches wurden übertragen. So. Also, uns erwartet ein ganz schön großer Forschungsbereich. Wir haben vieles von Fendrana auch noch nicht erforschen können. Und ich glaube, hier werden wir, also ich weiß, ich erinnere mich noch an ein Upgrade, das wir finden konnten. Sind es zwei? Naja. Auf jeden Fall müssen wir vorsichtig sein. Denn die Bereiche mit den Weltraumpiraten sind für uns natürlich noch sehr gefährlich. Vor allem die Schattenpiraten, ihr habt gesehen, wie die reingehauen haben. Die haben zwar schon eine Stoppkraft, aber in allzu viele von denen will man nicht gleichzeitig reinrennen. So. Gut. Oh. Ja, ich bin nicht so. Ich finde es cool gemacht, aber es ist so ein Gebiet, wo ich sagen muss, bin ich so ein Fan. Ja? Ist das schon hier? Bevor ich das aufmache, scanne ich erstmal. Dieses Kraftfeld verhindert den Zutritt. Es müsste sich durch etwas in der Nähe deaktivieren lassen. Ich weiß, aber ich würde gerne die Sachen hinter dem Kraftfeld scannen. Oh, guck mal. Der Typ, da ist ein Pirat. Zwei Pirat. Ah, ja gut, dann muss ich das wohl zuerst. Das heißt, so eine Position, die ihn... Ich will nicht gerade bei direkt nach meiner Adresse haben. Zutritt zum Forschungslabor Hydra genehmigt. Ich wollte gerade sagen, noch haben sie mich nicht gesehen. Aber zwei Missiles sind genug, um die Typen erstmal in die Luft zu sprengen. So. Die Musik hat sich aber noch nicht beruhigt. Woraus man schließen sollte, dass sich noch mehr Piraten hier irgendwo verstecken. Da kommt schon, ihr Feiglinge. Ich sehe da einen. Ja, so, komm angerannt. Oder? Na komm. Jetzt schieß doch nicht von da oben, du Feigling. Gut, dann gehen wir nach oben. Kümmern uns um diese Space-Piraten. Ja. Deren Waffen tun halt schon weh, ne? Und dann können wir gleich alles schön scannen. So. Da ist ein Pirat und da ist nochmal eine wunderbare Sicherheitsdrohne. Oh, was haben wir denn da? Metroids. Na, wir fangen erstmal unten an mit dem Scannen. So, ja, wer ist überrascht? Oh, das ist ein Fisch. Der war wohl gerade beim Essen. Tja, Pech gehabt, Brudi. Pech gehabt. Weil ich glaube nicht, dass ich die Sachen von den Planeten hier essen würde, wenn die alle mit Phasern verseucht sind, aber gut. Bin ich vielleicht alleine.
Was wird wieder ein Laberpart? So. Was haben wir denn hier? Objekt 002. Am 12.0914 nach psychotischen Anfall neutralisiert. Baldige Entsorgung vorgesehen. Funktionstüchtiger Brutbehälter, derzeit unbenutzt. Psychotischer Anfall, ui. Was habt ihr denn hier gemacht? Pegel der Phason-Wannen bei 70%. Diagnoseverfahren gemäß 12.0038 wird angewandt. Funktionstüchtiger Brutbehälter, derzeit unbenutzt. Objekt 102. Zunahme der Agilität. Verhaltensmuster auch mit Kältebehandlung nicht zu unterdrücken. Ja, wenn man Kältebehandlung und Verhaltensmuster hört, dann denkt man sich schon, was da passiert. Brutbehälter bei 40% Auslastung. Temperaturabweichungen wurden gemäß 12.1124 korrigiert. Zutritt zum Forschungslabor Aether ist Teams Clara vorbehalten. Dem holographischen Observatorium zugewiesenes Personal hat den westlichen Aufzug zu benutzen. Das sieht aus wie Metroid, aber der sieht ein bisschen funky aus. Heieiei. Erhöhter Säuregehalt in Phason Brutbad gemessen. Dies ist wahrscheinlich ein Nebeneffekt der Aufnahme von Phason durch die Testobjekte. Befall durch Firnkäfer innerhalb der unterirdischen Abschnitte ist zu 95% beseitigt. Jegliche Sichtung ist unmittelbar der Sicherheit zu melden. Firnkäfer, ha? So. Und jetzt kommen wir zu den ganz wichtigen Einträgen. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Eintrag 105158. Unsere ersten Tests, in denen wir einheimische Parasiten von Talon 4 dem Phason ausgesetzt haben, scheinen erfolgreich. Die Zunahme an Körperstärke, Größe und Aggressivität ist allen Testobjekten gemein. Zudem erfolgten bei manchen Exemplaren unerwartete Entwicklungen, wie die Entstehung von zusätzlichen Giftsäckchen im Hinterleib und die Bildung einer zweiten Kiefereinheit. Aufgrund ihrer Belastbarkeit fiel die Auswahl für die Tests auf diese Kreaturen. Es erscheint möglich, dass sie bei ausreichender Verhandlung mit Phason eines Tages auf jeden Planeten überlebensfähig sind, auf dem wir sie aussetzen. Unsere Methoden müssen noch verfeinert werden. Momentan haben wir eine 100%ige Ausfallrate nach der 5. Infusionsperiode und die meisten Überlebenden der 3. Infusionsstufe zeigen sich so gewalttätig und unkontrollierbar, dass sie entsorgt werden müssen. Dennoch bleiben wir zuversichtlich, dass weitere Experimente zu einem Erfolg führen werden. Heieieie. Also, positiv, so nicht gute Nachricht, sind richtig stark. Schlechte Nachricht, wir können sie nicht kontrollieren. Phason-Infusion bei Xenom SA hat Sättigung von 70% erreicht. Höhere Dosierung möglich. Ja, was haben wir denn da? So, Eintrag 107121. Die meisten Umbaumaßnahmen sowie die Nachrüstung des Sicherheitsnetzes auf Talon 4 sind abgeschlossen. Jedoch gelingt es hiesigen Kreaturen mit alarmierender Häufigkeit, unentdeckt in die Anlagen einzudringen. Die Vorfälle werden weiterhin untersucht. Die Zugangsprotokolle weisen keinerlei unbefugten Zutritt auf. Also müssen wir annehmen, dass die Kreaturen entweder bei täglichen Personalgängen unentdeckt hindurchschlüpfen oder aber einen Weg durch unterirdische Tunnel finden. Wir haben etliche solcher Durchbrüche gefunden und verschließen sie nach Möglichkeit. Dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass sie innerhalb unseres momentanen Zeitplans vollständig beseitigen können. Ja, und die Kreaturen, die hier leben, denken sich so, wer hat ein Gebäude in meinen Baum gebaut? Ja, ein bisschen was trinken, weil das ist schon viel Lesen. Xenom SA wird zum Labor Hydra überführt. Die Überführung wurde nach Auftreten ausgeprägter Verhaltensstörungen angeordnet. Berechtigungsstatus ADR13. So. Eintrag 103448. Wir werden die neu entdeckte Energiequelle fortan als Phason bezeichnen. Es handelt sich um ein V-indiziertes Mutagen, von dem wir sehr wenige aussagekräftige Daten haben. Ein Anhaltspunkt ist momentan ein Meteorit unbekannter Herkunft, der Phason an seine Umgebung abzugeben scheint. Diese Substanz besitzt gewisse Eigenschaften, welche zellulare Veränderungen in organischen Lebensformen auslösen und sie auf diesem Wege widerstandsfähig gegenüber ihrer ursprünglichen toxischen Wirkung machen.
Die entsprechenden Mutationen erscheinen uns mit ihren plötzlichen Entwicklungssprüngen, die bereits von einer Generation zur nächsten auftreten, äußerst vielversprechend. Die Errichtung einer kompletten Forschungseinrichtung auf Talon 4 ist bereits in Planung. Wir können jetzt annehmen, dass Phazon das große Übel aus dem Himmel ist. Der Meteorit, der die Welt vergiftet. Natürlich wollen die Weltraumpiraten das. Eintrag 105877. Die Abbauarbeiten nahe des Kraters haben begonnen. Dort ist die Phazon-Konzentration am höchsten. Die tägliche Phazon-Fördermenge ist um 44% gestiegen und die Effizienz unserer Anlage lässt sich mit zusätzlicher Ausrüstung und weiterem Personal noch deutlich ausbauen. Es liegen einige Berichte bezüglich durch Phazon verursachten Wahnsinns vor, die einen Ausbau der lebenserhaltenden Systeme in den unteren Förderkammern erforderlich machen. Die Symptome reichen vom Verlust des Gleichgewichtssinns über Atemstörungen und Muskelkrämpfe bis, bei besonders starken Fällen, hin zu vereinzelten Halluzinationen. Eine gründliche Prüfung des Zeitplans für die Phazon-Gewinn wird empfohlen, dass sich diese Substanz als weit instabiler erweist, als die Analysen zunächst vermuten ließen. Oh, ja, nach dem Part kommt mir erstmal eine Aufnahmepause. Ui, ich lese mich hier fusselig. Objekt 043. Geringen Lebenszeichen. Kälteeindämmung weiterhin stabil. Funktionstüchtiger Brutbehälter derzeit unbenutzt. So. Objekt 029. Lebenszeichen normal. Puls bei 140%. Zunahme der Körpermasse bei 4%. Ja, ne? Eigentlich sind so Mutationen, die haben eine sehr starke belastende Wirkung bei dem Lebewesen, bei dem Organismus. Da ist natürlich nicht ist nicht natürlich nicht weird oder komisch, dass Puls und so weiter erhöht sind. Überführung von Objekt 344 zum Labor Hydra abgeschlossen. Infusion vorläufig abgesetzt. Sämtliche Behälter müssen bis zum Eintreffen der Objekt 3Y am 12.3122 vorbereitet sein. Mutation 776V zeigt enorme Kapazitäten zur Aufnahme von Energie. Deneskopienvorbereitung. Phazon-Kennziffer 1734D führt zur Mutation am Kiefer. Kombination mit Kennziffer 1622G empfohlen. Also verschiedene, es gibt verschiedene Phazon-Typen. Verschiedene Strahlungseigenschaften. Verhaltensmuster des Xenoms weisen verminderte Reflexe bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts auf. Ja, die einzige Art und Weise, so ein Metroid eigentlich gut besiegen zu können, ist es, sie einzufrieren. Die einzige Schwachstelle von Metroids. Gewebeproben aus dem Brutbehälter müssen von Hand zu Laborhydra überbracht werden. Von Hand, ha? Virenbefall mehrerer Xenome wurde bis Phazon Kennziffer 1664Z zurückverfolgt. Testobjekte sind zu beseitigen. So, was haben wir denn jetzt hier? Eintrag 106642. Die Kapazitäten des Außenpostens Gletscher 1 in den Bergen der Eiswüste von Fendrana sind zu 85% ausgelastet. Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes lassen die Metroids träge und kontrollierbar werden. Selbst jene, die komplett in den Phazon-Infusionszyklen eingebunden sind. Tieftemperaturbehälter sind ausreichend für die Heranwachsenden, um sie in Tiefschlaf zu halten. Einige der größeren Metroids müssen jedoch aus Sicherheitsgründen in Quarantänehöhlen untergebracht werden. Es gibt oft Probleme mit den Sicherheitsstören und durch das Eis bedingte Fehlfunktionen treten täglich auf. Auch die größeren Räuber in den Ödlandgebieten machen uns zu schaffen, dass sie fortlaufend Personal töten und in Sicherheitsbereiche eindringen. Unglücklicherweise ist klar geworden, dass unsere Sondereinsatztruppen sie ohne einen massiven Mehraufwand an Waffen und Personal nicht neutralisieren können. Metroids, Leute. Metroids. Objekt 070. Optimierte Mutationsbereitschaft hat unerwartete Verkümmerung der inneren Organe zur Folge. Die Ummantelung der Säule aus Kordit weist Schwachstellen auf. Kordit? Kordit?
Das merken wir uns, das können wir nämlich in Luft jagen. Warnung, beim Umgang mit ruhig gestellten Xenomen immer auf ordnungsgemäße Eisummantelung achten. Tja, scheint, dass wir bald auf die Namensgeber der Metroid-Reihe treffen werden. Oder sowas zu scannen. Ab sofort ist das gesamte Personal von Labor Eta täglich zu dekontaminieren. Gut. Oh, boah, mein Mund ist fusselig. Um die kümmern wir uns noch. So, aber wir machen erst beim nächsten Mal ordentlich weiter. Da hinten ist doch eine. Ah, die sprengen wir doch mal in die Luft. Ja, wir sind schon bei 20 Minuten und tja, der Plot denkt sich so. Guck mal, Leute. Metroids. Ich meine, Metroid ohne Metroids kann es ja eigentlich nicht geben. So. Auf jeden Fall spannende Sachen. Spannende Sachen. Beim nächsten Mal gucken wir, was hier noch so anderes auf uns wartet und wo die Metroids sind und wie wir die ohne Icebeam platt machen können. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.